Ja, der hat mir die besten Tricks überhaupt beigebracht. Wie er mich zuschlage. Das war sehr Ich toll. brauche neue Kleidung. Na ja, meine Tochter ist ungefähr in deinem Alter. Du könntest etwas von ihren Kleidern haben. Die sind in einer Truhe in meinem Haus, das schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite steht. Du kannst sie gern mitnehmen, aber ich sollte sie erst auf deine Größe anpassen, bevor du sie anziehst. Also komm damit nochmal hier vorbei. Jo. Jo, lässt sich einrichten. Wie ich immer mit so einem Bewegungsstick versuchen will, mich umzuschauen. Was funktioniert hier nicht? Ah, ich bin so irritiert immer. Kupfererz. Und ein bisschen Geld geschnorrt. Lapapa. Nö, nö, wir können ja nicht wirklich groß noch was mitgehen lassen. Schade. So, und Kaputt machen. Und natürlich ist da was in meinem Goldring. Ich verstecke meinen Goldring auch mal in meinen Griffen, so in Vasen. Komm hier. Da. Bäh. Und mein Geld verstecke ich auch in meinem Vasen. Die so robust sind. Hey, Scarlett. Boah, schick mich. Ich muss mit dir sprechen. Ja, vielen hi. Dank für deine Hilfe. Trotzdem musst du das Dorf verlassen. Wir sind nicht mehr sicher, solange du da bist. Was meinst du damit? Diese Assassinen. Wir wissen noch immer nicht, woher sie kamen. Aber sie haben nach einem Fremden gesucht. Und du bist das einzige Findelkind des Dorfes. Die einzige ohne Verwandte. Sie sind wegen dir gekommen. Oh, und geh den Patrono-Brüdern aus dem Weg. Die machen dich für alles verantwortlich, was passiert ist, und haben geschworen, Rache an dir zu nehmen. Patrono-Brüder. Na egal. Du hast mein Leben gerettet. Wie kann ich dir danken? Nimm diese Dukaten. Mehr habe ich nicht mehr. Behalte deinen letzten Besitz. Du bist so gnädig. Oh, wir haben Erfahrung bekommen. Wow. Ich frag mich jetzt, ob es nicht höher gewesen wäre, sein Besitz. Viele gute Männer sind tot. Wer soll jetzt bloß das Kupfererz in der Mine abbauen? Erzähl mir mehr über das Kupfererz. Wie du weißt, ist unser Dorf von den Kupferminen abhängig. Ich bin eine Händlerin. Bislang habe ich das Erz an Kaufleute aus Venedig verkauft. Aber jetzt, wo so viele Minenarbeiter getötet wurden, gibt es nichts mehr zu verkaufen und die Leute haben kein Essen mehr auf dem Tisch. Und bevor wir verhungern, müssen wir San Pasquale aufgeben. Einige Minenarbeiter könnten noch unten im Efeugraben sein. Sie könnten dir mehr erzählen. Falls du in der Zwischenzeit Kupfererzbrocken findest, vielleicht auf dem Weg zur Mine, kaufe ich sie dir zu einem guten Preis ab. Und schließlich habe ich noch ein altes imperiales Schwert im Angebot. Es könnte dir helfen, dich in der Wildnis zu verteidigen. Wenn du mir also genug Kupfererz bringst, kannst du diese Klinge kaufen. Weißt du, das ist ja gar nicht mal irgendwie... Ich möchte handeln. Seine Bitch. So. Jo, das ist natürlich der beste Preis überhaupt. Dann verkaufe ich doch lieber Trockenobst. Ohne Witz jetzt. Guck mal, krieg ich 6 Golddublonen. Wenn ich den verkaufe, krieg ich auch noch ein bisschen. Und die Münzen können bei Händlern umgetauscht werden. Guck mal, Kupfererz zahlt doch gar keinen ansehnlichen Preis dafür. Warum sollte ich das an die verkaufen wollen? Guck mal, verkaufen wir nur eine und warte, dann haben wir noch ein Restbudget von 30, wenn ich alles komplett verkaufe, was wir aber nicht brauchen. Wir brauchen nur 18 zu verkaufen und das heißt 6. Nein, Quatsch. 9. Bäm, jetzt haben wir 100. Und kaufen. Sag nur Bang, Bang, Bellity Bang, sag nur Bang, Bang, Bellity Bang. Ja, hier, komm, verkaufen. Ach so, weil ich es ausgestattet habe. Du bist doch jetzt nicht so, warte. Ja. Gut geraten. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja, ist ja gut. Benutzen.
Kurzauswahl öffnen. Ah. Okay. Interessant. Das heißt, wenn ich jetzt... Komm her, du Dorfbewohner! Momentan nicht möglich. Okay. Läuft. Du hast viele von uns gerettet und hast das Herz eines Kriegers. Ja. Nimm diese Kette. Möge sie dir Glück bringen oder wenigstens eine gesunde Mahlzeit, wenn du die Windmühle erreichst. Wo ist diese Windmühle? Es ist eine Taverne bei einer Brücke nach Venedig. Danke. Okay, jetzt haben wir eine komische, skurrile Kette geschenkt bekommen. Wie sieht die eigentlich aus? Das Tagebuch. Ja, sind Aufträge. Tagebuch. Achso. Ich kriege halt in die falsche Richtung, bitte. Venedig erreichen. Aktuelle Aufträge, okay. Ah ja, das ist mein. Was? Beschwöre einen Rahmen, um dir den Weg zu deinem momentanen Ziel zu weisen. Okay, ja, warum nicht? Tipp. Ne, da haben wir nix. Ach, hier haben wir die Kette. Eine alte Kette. Wow. Voll, wie die Scarlett immer guckt die ganze Zeit so. Verfolgt mich jemand? Nein! Nein! Das ist gut. Aber was war das? Verfolgt mich jetzt jemand? Nein! Da? Nein! Da nicht. Lächerlich. Können wir das auch kaputt machen? Irgendwie sieht das imperiale Schwert richtig awesome aus. So richtig fett einfach mal. Und wir gehen mal in das Haus des Schmiedes. Wir plündern erstmal das Bücherregal. Beziehungsweise wir plündern es nicht, sondern wir holen uns erstmal Informationen. Wenn du Bücher findest, erhältst du einen Tagebucheintrag, den du nachgucken kannst. Ich kann es aber auch sein lassen. So. Nein. Wir klauen uns Brot. Und ich suche die Truhe. Klein WTF, wieso kostet. Gehen wir für Kupfer. Ein Schmied kann diesen Gegenstand brauchbar machen. Wieso ist Kupfer genauso wertvoll wie Brot? Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt. Ich dachte, ihr wollt hier machen einen guten Preis. Stattdessen will ich mich ausnehmen hier, ja? So nicht. War jetzt nur eine? Ist ja langweilig. Guck mal, hier gibt's noch mehr Brot. Und hier ist noch mehr Brot. Und, was soll das? Wir haben doch gerade noch eine Anzeige. Stimmt doch irgendwas, dass ich hier lang gegangen bin. Naja. Egal, dann gehen wir mal hier raus. Jetzt bin ich ja gespannt, wo ich hier rauskomme. Bestimmt irgendwo am Arsch der Welt. Na gut, es ist noch ein Dorf, aber trotzdem. Na, wo bin ich denn hier? Ah, okay. Ja, aber nie im Leben. Hat der Schmied da seine Ausgangstür? Nie im Leben, ich meine, ich bin
Ich bin von hier aus rein. Dann bin ich einen Stockwerk runtergegangen. Auf derselben Himmelsrichtung. War die Ausgangstür unten. Es geht doch nicht. Das ist so. Nee, natürlich nicht. Oh, kann ich nicht leer, aber. Schade. Hey, wie kann ich dir helfen? Boah, ich hab einfach nicht passendes Pack. Ich habe diese Kleidung gefunden. Uiui, meine Tochter ist wohl ein wenig füllig geworden. Mal sehen, was ich da tun kann. Zum Glück muss mein Gehilfe nicht mehr sehen, wie ich die Schmiede in eine Änderungsschneiderei verwandle. Ja, alles hat sein Gutes, ne? Würde ich auch so sehen. Boah, quasi sieht das nicht sexy aus. Wie da auch angekommen. Ja, sag nichts. Das war das Beste, was ich... Moment, das sieht gar nicht so übel aus. Passt wie angegossen. Also früher habe ich sowas ja mit Rüstungen gemacht. Anstatt mit einfachem Stoff. Solltest du eine Rüstung finden, die dir nicht passt, dann bring sie bei mir vorbei. Dann werde ich meine alten Künste auspacken. Na dann, viel Glück. Oder warte, vielleicht kannst du mir ja auch einen Gefallen tun. Ich brauche unbedingt eine neue Schmiedezange. Der verstorbene Alte aus der Waldhütte hatte eine, die er mir schon lange schenken wollte. Vielleicht könntest du runter in den Efeugraben gehen und sie mir holen? Ja, warum nicht? Ich werde die Zange holen. Scarlet! Scarlet! Bei allen Geistern, da bist du ja. Es ist schrecklich. Hör zu, dein... Beruhige dich. Was ist denn passiert? Es geht um deinen Halbbruder, Leon. Er ist heute Morgen diesen Kerlen hinterhergelaufen, mit einem rostigen Schwert in der Hand. Er ist runter zum Efeugraben, aber er ist nicht zurückgekehrt. Etwas Schreckliches muss geschehen sein. Du musst ihn finden. Wo ist Leon? Öffne dein Tagebuch, um das zu erfahren. Nö. Ich weiß auch, wo der Efeugraben ist. Nee, aber ich muss sagen... Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das hier diese sag einfach mal Gewandung. Und ich überlege gerade, ob es die Frauen in dem Spiel zu einem Sexobjekt der Gamer macht. Ich würde sagen, es ist schon knapp bemessen und mit so einem durchsichtigen Stoff und sowas. Aber es ist nicht so krass, wie es in manchen anderen Spielen ist. Aber das Coole finde ich ja auch. Pass auf. Immer wenn man die so bewegt, bewegen die Haare sich dynamisch in die dementsprechende Richtung. Finde ich super cool. Und als das Spiel rauskam, war das auch eines der von der Grafik anspruchsvollsten Spiele. Bzw. auch von der Grafik die besten Spiele. Wollen wir die ansprechen? Ne, habe ich nicht wirklich Bock zu. Wir gehen einfach hier lang und nehmen Kupferherz auf. Ich meine, wer lässt so viel überliegen? Wollen wir zu dem Jupp gehen? Ja, oder? Da ist sie ja. Diejenige, die für die Zerstörung unseres Dorfes verantwortlich ist. Was? Du hast mich schon verstanden. Du bist für das verantwortlich, was passiert ist. Sie sind wegen dir gekommen. Und jetzt wirst du dafür bezahlen. Jetzt hat sie bekommen, was sie verdient hat. Ich hab noch gar nichts getan. Ich kann doch nichts dafür. Ich bin einfach umgebracht, ey. Dreckige Schweine. Also, ich kann wieder auferstehen. Bist du ein Dämon? Bitte, bitte vergib uns. Wir wussten nicht. So, jetzt ist die Frage. Wir sind die Tochter des Todes. Wollen wir ihnen ein Geschenk machen? Oder wollen wir die verschonen, weil einfach zu viel Blut schon vergossen ist?